Hi, ich bin Sven Hase vom Karnevalsverein Die Mollys aus Watzenborn-Steinberg. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm Vereinsliebe von der Volksbank Mittelhessen haben wir einen professionellen Workshop für unsere Mitglieder durchführen können. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden. Sicherlich eine, kann man schon so sagen, eine Corona Vorbereitung. Der erste Block von 5 Wochen war halt dadurch gekennzeichnet, dass wir nur 2-mal pro Woche trainieren durften. Das war uns eigentlich zu wenig nach so einem Zeitraum von 2 Wochen, aber dann haben wir auf die Zähne gebissen und das trotzdem mit aller Intensität gemacht. Und dann kam diese Hauptvorbereitung, die 5 Wochen. Und da ist dann auch wieder alles Mögliche passiert, was eben auch in normalen Vorbereitungen passiert, aber zusätzlich dann eben auch ein Covid-19-Fall mit 14-tägiger Quarantäne. Schön ist es nicht, wenn man 5 neue Spieler integrieren muss. Leider war Patrick Kemp im Grunde genommen überhaupt nie dabei in den 10 Wochen. Er ist jetzt ganz am Ende, macht er wieder seine ersten Schritte. Und trotzdem haben wir das alle mit Freude genossen, wieder trainieren zu dürfen. Wir beginnen da einen starken Zusammenhalt wieder zu entwickeln in der Mannschaft. Wir haben ein wirklich schönes, kurzes, 3-tägiges Teambuilding hier gehabt in Wetzlar. Das war ganz wichtig für uns, um uns auch mal so unter Spaßbedingungen näher kennenzulernen. Und was die Spieler dann an Leistung gezeigt haben in den Testspielen, wir haben 6 von 7 gewonnen, darf man nicht auf die Goldwaage legen, aber da durchaus Mannschaften wie Erlangen oder den Bergischen AC, das sind schon Hochkaräter, schlagen können. Also das Ganze bewegt sich trotz aller Hindernisse und Behinderungen in die richtige Richtung. Ja, ihr kennt es aus den Testspielen, also da sieht man natürlich, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben. Uns gelingen grandiose Phasen, also die mich dann an unser Niveau der letzten Saison erinnern. Aber es kommen dann Einbrüche, die kommen nicht nur durch Wechsel zustande und auch nicht etwa durch die neuen Spieler, sondern eben auch durch die Spieler, die hier schon seit einigen Jahren spielen. Da sieht man schon, dass diese lange, lange Pause auch ihre Spuren hinterlassen hat. Also es ist viel Arbeit, aber das Positive überwiegt. Und ich denke, was wir noch brauchen, wir müssen gemeinsam wieder dieses unerschütterbare oder unerschütterliche Selbstverständnis entwickeln, dass wir ruhig bleiben, wenn wir unter Stress geraten auf dem Feld, dass wir unseren Stiefel weiterspielen, dass wir bei uns bleiben. Die Integration der neuen Spieler, die wird, das wissen wir, einfach Zeit brauchen. Und die Zeit nehmen wir uns. Und es hat sich einfach in den letzten Jahren immer gezeigt, wenn wir diese großen Umbrüche hatten, dass wir dann in der Rückrunde stärker auftreten als in der Hinrunde. Ja gut, Flensburg ist jetzt ein absoluter Hammergegner zum Auftakt. Flensburg ist stärker als letzte Saison. Sie haben mit Lasse Möller einen Weltklasse-Spieler verpflichtet, Mats Mensah Larsen, Semper. Das sind alles Spieler, die einen Namen haben, und Flensburg hat auch mehr trainieren können als wir. Und Flensburg hat vor allem jetzt auch schon 4 Pflichtspiele gemacht und dort auch die 3 Champions-League-Spiele gewonnen. Ausrufezeichen sicherlich der Sieg in Paris Saint-Germain. Aber auch der Sieg gegen Kielce oder jetzt gegen Porto zeigt, was da für ein Kaliber auf uns wartet. Wir sind das ja gewöhnt, oft Außenseiter zu sein. Vielleicht ist es auch in diesem ersten Corona-Heimspiel ganz gut, dass wir da halt einen Gegner haben, wo wir dann nicht bittere Tränen vergießen irgendwann im März und sagen, da haben wir gegen Gegner am Anfang verloren und die Punkte, die fehlen uns jetzt am Ende. Ja. Also insofern
finde ich dieses Hammerprogramm, was wir da haben, muss man dann auch irgendwo positiv sehen. Ja, Christian ist unser neuer Kapitän. Leider kann er jetzt gegen Flensburg zum Auftakt uns nicht anführen. Hat sich verletzt halt gegen Erlangen. Mal sehen, ich hoffe, vielleicht besteht eine kleine Chance, dass er in Minden dann spielt. Wenn nicht, dann eben nicht. Das ist wichtig, wir stehen vor einer extrem langen Saison bis Ende Juni, 38 Spiele. Also da muss man immer mittelfristig und langfristig auch denken und keine Risiken eingehen. Ja, Christian hat sich einfach angeboten, den habe ich auch schon in den Jahren zuvor in Erwägung gezogen, ihn zum Kapitän zu machen. Kapitän muss ein sehr guter Kommunikator sein, alle Spieler innerhalb eines Teams erreichen und er muss vor allem auch ein absoluter Leistungsträger sein. Ja, eine Mannschaft, also die Erfolge der letzten Jahre sind ohne Christian überhaupt nicht vorstellbar. Er ist Vize-Weltmeister. Er ist übrigens auch in der norwegischen Nationalmannschaft Kapitän. Also da scheint Christian Berge auf diesem Weltniveau ähnliche Gedanken gehabt zu haben wie ich. Also ich freue mich sehr, dass Christian auch, er war begeistert, als ich ihn gefragt habe. Also seine Augen haben geleuchtet. Er hat richtig Bock darauf hier, sich für die HSG Wetzlar auch als Kapitän in den Dienst unserer Ziele zu stellen. Ja, also grundsätzlich freue ich mich sehr auf dieses erste Spiel, Pflichtspiel, nach 7 Monaten. Das ist echt eine extrem lange Zeit. Ich freue mich auf unsere Fans, auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier in den letzten Jahren einfach immer wieder zu diesen außergewöhnlichen Leistungen angetrieben haben. Ich bin mir aber auch bewusst, dass das wird nicht so sein, wie es früher war. Aber vielleicht können wir uns gemeinsam da auf diese Reise begeben und uns daran gewöhnen. Ja, also ich habe gern Kontakt zu Fans, die Spieler auch. Ja, da müssen wir ja leider diese Regeln einhalten. Also es wird alles etwas anders sein, aber wir werden uns auch daran gewöhnen im Laufe der Zeit und dann werden wir was Neues, Schönes daraus machen. Und drückt uns bitte die Daumen. Also ich kann garantieren, hier auch die neuen Spieler, die ihr noch nicht kennt, die haben alle einen ganz tollen Charakter, ein ganz großes Handballherz und also werden hier alles geben. Und ihr werdet sehen, im Laufe der Saison werden wir uns weiterentwickeln und dann wieder unsere Ziele erreichen.